sind gerade eine Woche in Paris gewesen, mit unserem ganzen Lyrics-Team, mit dem Mimix, mit dem LC1, mit dem Ziel, mit einem französischen Platin-Produzent einen richtig krassen Song zu machen. Nebenan sind wir noch in einer französischen Schule gewesen. Einer der Rapper hat sich unsterblich verliebt und es hat sogar sich einem ein Tattoo stechen lassen. Also sind völlig krasse Absurditäten passiert. Check's ab. Paris, Lyrics, Mimix, LC1. Der Mr. Mimix und ich sind heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht. Dann haben wir schon mal das Taxi verpennt und dann sind wir angekommen am Flughafen. Und dann haben wir als erstes Manuel gesehen und da war die ganze Truppe versammelt. Und im Flugzeug habe ich gemeint, ich muss sterben, weil ich Flugangst habe. Aber zum Glück konnte ich eine gute Dame kennengelernt, namens Dönis. Das ist eine Mutter. Hallo zusammen, ich bin Dönis. Dann, was haben wir denn gemacht? Ja, da sind wir angekommen, haben unser Apartment angeschaut. Zur Auflockerung haben wir, wie gesagt, einiges an Geld in der Spielhalle liegen. Und ja, wie wir mich kennen, die wissen, ich bin Spielhalle, schwer Spielhalle-abhängig. Und ja, da hat es auch heute wieder das ein oder andere Basketball gegeben. Ich versuche dann jeweils den Rekord zu knacken, hat heute leider nicht geklappt. Morgen aber definitiv. Morgen aber sicher. Und sonst die nächsten 5 Sätze. Boxautomaten, so diese Geschichte halt. Ganz massiv. Lili und ich, wir haben es bis jetzt nicht geschafft, den Führerschein zu machen. Darum beschränkt sich unser Fahrspass, also wie soll man das beschreiben? Unsere Fahrerfahrung beschränkt sich aus Mario Kart Simulation in der Spielhalle. Und ja, das reicht eigentlich. Also es gibt mir das gleiche Gefühl, wie ein schönes Auto zu fahren. So. Ist auch ein schönes Auto, das wir meistens fahren. Ja. Du bist in der Rakete oder in der Pilz kannst du auch fahren. Oder einen Hamburger hast du gefahren letztens. Ja, das war auch schön, das lenkt mir so. Das ist noch nicht so super. Ich muss ich absolut keinen Führerschein machen. Wir sind gerade angekommen in Paris. Es sind alle easy auf der Fresse. Und da die Rapper morgen einen Song aufnehmen. In einer begrenzten Zeit haben wir gesagt, wir gehen nicht mehr gross raus, oder? Ja, wir machen jetzt 041. Versus Lyrics Abig. Straße ein bisschen laut? Nein. Okay. Mit dem Nagel. Oder willst du? Du bist ein Psycho, hä? Ich mach's kaputt, hä? Du bist erst links. So einfach. Du bist im Schwung einfach, hä? Ich bin ein Vollbein. Geben uns die Zahl 94 auf Französisch. Oh, Alter. Ich weiss es. Bist du sicher? Das ist eine ganz schwierige Zahl. Ich weiss, es ist. Gatrava. 94 ist es. Gatrava. Gatox. Hm? Ja. Ist noch nicht endgültig? Nein, das ist erst 74. Gatrava. Gatrava, das ist 60. Eben. Und dann braucht es nochmal? 34. Pfff. Riskieren wir es. Es ist falsch, ich weiss es, aber man kann es einfach versuchen. 84. Ganz klar am Anfang. Es ist Gatrava-Gatros. Ja, das muss man sagen. Nein, das muss man sagen. Übersetzt uns, wir sind in Paris angekommen. Angekommen ist arrivé. Muss man mal. Wir sind angekommen, das heisst, es ist passé composé. Nous sommes arrivés à Paris. Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt. Ah, sorry. Darf ich sagen? Nous sommes arrivés à Paris. Nein, nous sommes. Nein, das ist nur konjugiert. Es ist arrivé. Wir sind arrivé. Wir sind angekommen in Paris. Nous sommes arrivés à Paris, ja. Ja. Nous sommes arrivés à Paris. Perfekt. Shit. Der erste Tag heute, gestern sind wir angekommen, haben easy pennt, noch ein bisschen chillt gestern, nichts grosses gemacht. Wir haben etwas gegessen, sind aufgestanden, jetzt ein Kaffee getrunken. Also jetzt gehen wir ins Studio zum Hizzy Lee. Ja, checken mal ab, was so läuft. Ich bin ein bisschen under pressure, weil ich bin nicht so der Dude, der in 7 Stunden einen Song macht. Livio versucht mich ein bisschen zu beruhigen.
Und ja, Mann, jetzt gehen wir dort hin, checken ab, was läuft, schreiben ein paar gute Verses, gute Hook und dann läuft es. Gestern gelandet, heute hier angekommen und müssen ein Studio suchen. Dann ist dann der Produzent endlich gekommen. Wir haben ein kleines Intro gemacht, wo sie einander Sachen zeigen. Sie sind dann ins Studio gegangen, relativ schnell, wo da die erste Vorstellungsrunde auf die Bühne gegangen ist. Beide haben sich dafür eingesetzt, dass ihr Produkt kann entstehen kann. Wir haben es geschafft. 5 Stunden Zeit gehabt, schlussendlich für den Song. Es ist super geil geworden. A-Team-Meister. Jetzt gehen wir zurück zum Apartment, machen uns fresh. Und dann gibt es einen kleinen Videoclip. Wir sind hier gerade in einer Spielhalle in Paris. Der LC1 dreht hier gerade den Clip. Wir sind hier reingeslitscht. Wir müssen immer schauen, dass Security nicht schaut. Weil sonst sind wir back wieder draußen. Ich finde es super crazy. Vor allem finde ich mega lustig, dass sie schon easy betrunken sind. Und Text eigentlich noch überhaupt nicht können. Das ist der Text. Ja. Das ist noch real Hip-Hop. Ja, jetzt sind wir tatsächlich aus dieser Spielhalle rausgefallen. Es war genauso, wie wir es befürchtet haben. Wir gehen ein bisschen drehen, werden rausgeführt. Ich habe leider noch 20 Stutz Coins. Aber komm unten halt einfach wieder weg. So, heute ist unser dritter Tag. Wir haben gestern einen Song gemacht. Das heisst, der schlimmste Teil ist durch. Habe ich gemeint. Aber nachher haben die zwei Herren hier einen gesagt, wir haben noch eine französische Lektion, respektive zwei. Ja, die haben wir jetzt geniessen. Ich m'appelle Livio. J'ai 24 ans. Et nous sommes des deux rappeurs. Tu connais Birkenmüsli? Céréales. Ah, c'est des céréales, d'accord. Des céréales. Avec du lait allemand. Du lait allemand? Oui. Ok. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça? Lait allemand. T'as mangé une chemise? Non. Mange-moi. C'est juste ou pas? Oui. Der Livio hat seinen Song «Bäume» in Französisch übersetzt und wir haben ihn nachher dann vorgelegen. Ja, und ja. Ich hatte ziemlich Angst, dass es ein verdammt peinlicher Song ist. Den kannst du eigentlich fast nicht cool präsentieren. Aber es war recht lustig. Ach, sehr gut. Urgent, tu trouves un trou aussi dans une arbre. Ok. I'm not proud. Tu dis à l'arbre, casse-toi? Ou oui. Ne... L'arbre. Okay. Parce que c'est arbre. Tu es mon rêve. Je suis souvent très confuse. Hey. Aujourd'hui, je me suis masturbé. Ça quoi? Oui, c'est humiliant. Je vais trouver une femme, mais en urgence, tu trouves un trou dans une arbre. Oh, arbre, tu es mon rêve. Und ich habe mich in die Lehrerin verliebt. Ja. Ist eine tolle Frau. Ja, so sieht es aus. Jetzt tun wir hier Käferle. Aber gestern haben wir den Song gemacht. Dann gehen wir später noch den Clip drehen. Das ist so das.
Wir sind jetzt auf dem Weg in ein Tattoo-Studio in Paris, weil unser Fan, der Marvin, zahlt mir ein Tattoo. Ja, und zwar hat er gesagt, du dir A-Team tätowieren aufs Arsch. Und er zahlt dafür und jetzt machen wir das und ich habe 0% Bock drauf. A-Team. A-Linie, Team. Ja, schau, ich habe das jetzt auf meinem Arsch und ich kann wahrscheinlich eine gute Geschichte erzählen, wenn ich mal 70 bin und mit meinen Enkeln vor dem Schmini hocken und dann mal auspacken über mein komisches Leben, das ich führe. Aber es war jetzt recht easy gewesen und ich würde es wieder machen und auch allen Zuschauenden weiterempfehlen. Also, hallo miteinander. Es ist soweit. Es wäre es gewesen, die Woche. Wir sind da unser Zeug am Packen. Gleichzeitig wird noch der Videoclip geschnitten. Wir hatten gute Erlebnisse gehabt, allerdings. Es ist in der Spielhalle. Wir haben viel Geld drin verlochert. Die Stadt ist, gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben den Song gemacht mit dem Easy Lee. Er hat die Spuren leider immer noch nicht geschickt, aber ich hoffe, die kommen bald. Wir haben das Video abgedreht, mehr oder weniger in einem Tag, sehr nice geworden. Wir freuen uns darauf, das rauszuhauen. Der Song ist auch wirklich sehr geil geworden und es ist auch mein erster Song seit den Ewigkeiten. Seit eineinhalb Jahren. Für das ist es recht gut geworden. Für das ist es recht easy. Ja. Ja, der Song heißt A-Team. Ich habe mir A-Team auch noch auf den Arsch tätowieren, von dem her ist das eine erfolgreiche Woche gewesen für mich? Ja, sehr. Das ist das, was ich noch habe, besitzen, mein Einkommen. 1,30 €. Wir sind an dieser Stelle dus. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst Lyrics. Nimmt zwei ganz komische Schweizer Rapper an einen Ort und verbringt ihn mit anderen komischen Käuzen in einer Wohnung in Paris. Ein schönes Miteinander und tschüss zusammen. Bist du einer Kuhani, die Hitsingle, friss den Fickfinger. Meine Story ist vom Yu-Gi-Charts. Ich muss raus mit der Sonnenbrille, Hoodie in schwarz. Bro, ich hab mir alles à la Jay-Z. Guck, wir fahren die so wie's A-Team. Fühle mich wie straight aus den 80s.